Ach, was soll denn das, Ceratosaurus? Warum greifst du mich einfach so an? Aufnahme startet in 3, Help 2, me! 1. Dir wird Komm, jemand wenn helfen, er nicht Rico. Auf mich anzugreifen, muss ich ihn leider töten. Nee! Jetzt wirst du getötet. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Meso zurück Survival. Vielleicht weil er Hunger hat und du lecker aussiehst? Oder vielleicht weil du ihn geschlagen hast? Er ist vor meinem Haus! Hilfe, er will einbrechen! Alter, er hat mich durchs Fenster geschlagen, was soll das denn? Gut, dass ich einen Blockschaden ausgestellt habe, sonst wäre dein Haus jetzt weg. Mit dabei sind noch andere Leute? Ja, mit dabei ist auch noch Michelle, Javos, Fire Gaming, der aber nicht mit auf dem Server ist, und Dominik. Oh, der ist so niedlich! Warum bist du noch ein Baby? Da kann irgendwas nicht richtig sein. Oh, get to mich! Wer ist ein braver... Nein, bleib hier! Wer ist ein böser Ceratosaurus? Der von meinem Haus! Hey, ist er weg? Der ist ungezähmt. Ach, das ist ein wilder Ceratosaurus, den können wir töten. Aua! Ja, ich gehe gleich zu meinem Gehege. Es ist irgendwie etwas Chaos passiert. Ich hatte nämlich vergessen, Blockschaden rauszumachen und dadurch... naja, die Dinos hat ein bisschen getobt. Ein bisschen sehr Es könnte sein, getobt. Dass das Gehege dezent kaputt ist. Ja. Oh nein, der große Dino geht zurück. Nicht nur dezent kaputt, es ist kaputt. Ich kann ihn nicht zurückdrängen. Hauptsache das Panzerglas steht. Hindurch. Oh, hier ist noch ein Hey, Stegosaurus ist ja wieder da. Ja. Der war ja letztens weg. Leib in einem Gehege, du dickes Ding. So, du bist meine, oder? Ja, aber nicht das dicker ist das Elasmotherium, Tom. Elasmotherium ist so eine fette Sau. Tom, ich glaube, dein Gehege ist nicht dino-sicher. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Ich habe jetzt den Blockschaden wieder reingemacht. Hauptsache, ein Huhn lebt hier noch. So. Und du bleibst jetzt erstmal hier stehen. So, Michelle, du musst mal herkommen, deinen Stegosaurus ein bisschen rumkommandieren. Das kann so nicht sein. Moment, ich bin gerade mit wichtigeren Dingen beschäftigt, aka Eisen aus dem Ofen zu holen. Ne? So. Warum haben wir eigentlich so viel Gras? Das ist doof. Gras ist scheiße. Ich bin. Dann mach's doch weg. Wo ist denn der Ceratosaurus? Hast du ihn getötet? Dann müsste ich ja alles anzünden. Den Guten Ceratosaurus, Tag, den Wilden, du hast gesagt, den können wir töten. Ich hab ihn gefragt. Und lebt er noch? Oder follow? Nein, der ist tot. Okay. Der ist ein Schlag und der war tot. Ja, ich wollte ihn gerade zähmen, aber naja. Ich habe keine Ahnung, was das für ein. Ja, dann wäre ich aber nicht raus aus meinem Haus. Okay. Ich habe jetzt gesagt, dass woanders hingehen soll. Ist das hier besser, Tom? Ja, da bleibt jetzt erstmal da. Was macht der Ceratosaurus mit deinem Stegosaurus? Das möchtest du gar nicht wissen, ne? Nein, das möchte ich gar nicht wissen. So, jetzt muss ich das Gehege reparieren. Wow, ich habe noch 8 Steine. Nice. Was? Absolut nice. Warte, brauchst du Steine? Moment. Au. Ja, bitte, nimm dieses großzügige Geschenk von 55 Cobblestone. Hallo! Ja, toll, Cobblestone bringt mir richtig viel. Die hört niemand zu, Rico. Komm, ich soll mitkommen. Ja, was machst du hier? Ah, da ist ja noch einer, danke. Jetzt ist er einfach weg. Hab mich schon gefragt, wo der zweite ist. Ich dachte, er wäre einfach nur verhungert. Na, komm mal mit. Javos? Ja. Hast du dich gerade unsichtbar gemacht? Oder hast du dich geportet? Nein, ich fliege. Hey, ich stand gerade mitten in dir drin und du bist einfach weg gewesen. Ich stand eigentlich nirgendwo. Doch, du standst die ganze Zeit vor mir, neben dem Pferd. Echt? Ich werde eiskolten. Da bin ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich glaube, diese Archimedes-Chips, die sind ein bisschen ziemlich buggy. Ein bisschen ist gut. Wir müssen ja einfach nicht nutzen. Geht das jetzt schon wieder los? Deabo! Something doesn't work quite well. Zack. Habe ich noch? Ja, ich habe noch. Wie kann ich denn Butter craften, ne? Wow. Also ich habe eine Idee, Tom. Tag, Dominik. Leute, jetzt sieht das auch wieder komisch aus. Die haben auch wirklich alles kaputt gemacht, die Säcke.
Unverschämtheit. Können sich nie zusammenreißen, diese Dinos. Schlimm sowas. Keine Disziplin. Immer diese Dinos, ne? Achso, Michel, Rico? Ja? Wollt ihr eventuell Akt 3 mit zu Ende spielen, der Doomsday heißt in GTA, die Tage? Nein! Wir spielen gerade Minecraft, wie kommst du jetzt auf GTA? Ist keine Ahnung. Einfach ins Gespräch kommen. Wenn ich Lust auf GTA hätte, dann hört's schon wieder auf. Aber Geld! Ja, jetzt das Problem ist aber, das war Cancer. Ja, und das Problem ist aber, wir spielen gerade Dinosaurier-Mod in Minecraft, da gibt's nichts Cooleres. Doch. Dinosaurierkraft außerhalb von Minecraft zu spielen. In Realität. Na gut, das stimmt. nee, so, ich baue mal ein bisschen Fabians Wüste ab. Wir graben nach Erdöl. Mach das, solange das fern von meinem Haus bleibt. Ist das weit genug Erdöl von deinem Haus? Moment. Direkt unter dem Haus, Haus stürzt ein. So, ach komm, realistisch ist du kriegst Minecraft ordentlich Geld dafür, dass du umziehen musst und wir dein Haus leider abreißen müssen wegen Erdölbohrung. Marble. Zumindest wenn du in den USA wohnst, in Deutschland nicht. Ja, okay, wir sind in Deutschland, kriegst du keine Abfindung. Die Westis haben eh genug Geld. Ne. Ich geh da trotzdem nicht weg. Aber da steht schon wieder ein Creeper. Ich will keine Monster mehr töten. Ich bin's friendly. Oh nein, eine Babykuh ist entwischt. Und ein paar Hühner wollen belästigen die Kühe. Das macht nichts. Ich hoffe, das ist nicht sexuell. Sind die Kühe selbst schuld, wenn die so sexy aussehen, wenn sie so sexy anziehen. Ja, die Kühe sind ja wirklich so richtig sexy. Mr. Creeper? So. Mr. Creeperson. Mr. Creeperson? So, dann müssen wir mal das Möhrenfeld wieder ein bisschen ändern. Ernten wollte ich eigentlich sagen. Entern. Wo sind die Cobblestone hin? Die habe ich doch. Dominik, hast die Cobblestone geklaut? Wer hat die Cobblestone? Ah nein, die habe ich nicht Entschuldigung. Die Cobblestone geklaut. Rico, da wo ausgeleuchtet ist, lässt es. Wo ist was ausgeleuchtet? Um ein Haus herum. Mein schöner Steinkreis. Ich hab Platz im Inventar. Der ist ausgeleuchtet. Zack. Zack. So. Genau, jetzt möchte ich da bitte hochgehen. Achso, habe ich eigentlich noch Kohle? Kohle. Ich sammle gerade. Dann nutze ich einfach den Ofen. Wird zack, schon gut gehen. Zack. Oh, Zombie in Goldrüstung. Was ein Bonze. Bonzen-Zombies. Ach, wunderschöne Musik. Ich hätte eigentlich Karotten hier im Wasser liegen lassen. Ich aus Versehen, aber ist ja egal. Ich habe so viele Karotten, da muss ich nicht alle einsammeln. Ich bin auch schon Bonze. Das liegt, weil ich mit euch abhänge. Daran liegt das. Wie viel hier schon ausgeleuchtet ist auf der Minimap. Ich frage mich, ob Sandro noch wiederkommt. Der hätte ich vorhin einen Disconnect gehabt. Rico. Ach. So, Gehege ist jetzt halbwegs wieder hergestellt. Oh, das klingt voll appetitlich. Ja, ne? Eine verrottete Kartoffel. Die esse ich dann gleich, Alter. Guten Hunger. So, ich muss auch kurz mal die Musik ein bisschen leiser machen. Lecker. Das Gefühl, dass es schon wieder zu laut ist. Alter! Fuck! Dominik, ey, Fabian, hilf mir! Wo bist du? Draußen! Ich mag in deinem Anker fest! Okay, das Skelett hat mich rausgeschossen, was von irgendwo geschossen hat. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Anker abgebaut, sorry! Bist fies. Naja, sei froh, dass du nicht in Einzelteile zerfällt. Alter, das spawnt auf einmal zwei Skelette. Haut der mich auch noch! Das ist wie mit den Drohnen, siehst du. Ja. So, jetzt kann ich die Poison des Potato essen. Lecker. Oh, geil. Oh nein, die macht Schaden! Nimm das Gehirn, vorbei. Dann hast du eins. Das ist schon wieder vorbei. Danke für das Stück Fleisch. Und das Hirn. Denkst du, sowieso viel geiler. Denk ihr kriegt ich. Euch. Ja. Skelette. Nein. Never. Take it. Do it. Nein, take it. Ein Schaf. Ist das auch scharf? Nein. Einfach. Nein, lass doch mein Sand. Was für schlechte Schützen.
Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Oh, noch ein Leben. Ja, das ich alles will doch aber meinen Sand und nicht das Glas. Ich hab dir noch nicht umsonst reingetan, Mensch. Dankeschön. Alter! Auf jeden Schlag. Ich brauche jetzt nämlich ein bisschen viel Glas. Na, wag's dir. 1, 2, 3. Ich will grad die Ruhe. Mami! Hilfe! Zack. Ich werde belästigt. Guten Tag. Guten Tag. Oh nö. Wer ist denn da? Ja, schon wieder. Ach, Sandro ist da. Ich sogar auf einem Haufen habe ich an dir. Ich höre das gar nicht. Bei OBS da ist dein Discord sonst automatisch aus. Deswegen. Hallo, Sandro. Hallo. Don't worry, he's a professional. Ja. Spätzle. Oh. Flashbacks. Darauf wollte ich hinaus. Na, wenn das so ist. Oh, jetzt gibt's eine Eis. Zur Schockbewältigung. Nice, um die Jahreszeit. Ja, natürlich. 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 Das ist die beste Jahreszeit und so. Jede Ach, Jahreszeit fuck. Für Eis. Hat dieser scheiß Creeper gerade meinen Schaf getötet? Uff. Alles klar. Hat er. Ist unverschämt. Ich möchte keine wie. Ich möchte auch kein Zombie vielleicht einsammeln. Puh. Ich warte, bis mein Glas. Bis mein Sand geschmolzen ist. Jetzt lass doch mal den Sand da drinnen, Mann! Nein. Das kann doch nicht wahr sein! Alter. Na dann nochmal! Willkommen bei Toxic Life. Toxic Life? Gib gleich mal Toxic Life. Toxic Life, ich geb dir gleich Toxic Life. Okay. Würde ich gerne Toxic sehen. Life von Black Force. Tom, jetzt halt's Maul! Mann! Sorry, die Songs sind immer noch zu gut in meiner Playlist, aber kann ich doch nicht. Mach dir eine neue Playlist. Was willst du denn von mir? Ja, das Problem ist, die sind dann scheiße. Dann mach einfach keine Playlist an. Das wäre noch schlimmer. Das ist schon die beste Methode. Und außerdem wissen die einzelnen Zuschauer, die zwei, die ich habe, dass ich Cancer bin, also von daher. Jetzt lass doch mal das Glas da drin, ey. Seit wann wird hier Cotton angebaut? Ich war ja wirklich sehr lange unter Tage. Oh, Dominik, es reicht einfach, Mann! Jetzt tu die Kohle zurück! Junge, der ist gerade richtig zur Weißglut. Dreisadler hier. Und du? Kennst du da gerade bei dir auch rum? Gerade, Tom? Was? Nein. Oh, Blut. Ich sammle gerade Glas, damit ich ein Gehege bauen kann. Warum hörst du auf mich zu schießen? Ja, ich mach doch gar nichts. Dann muss ich mich leider wehren. Ah! He protect, he attack, but most importantly he... Nein, du lässt I'm das back. Dominik! Most importantly he back. He ein. He weg. He weg. But most importantly he weg. He wie weg. Wie weg. I wie Ivek. Alter, du... C wie Tom. Mann, Dominik's reicht jetzt, Einatmen, junge, wendische Person. Und wer... hat... Wer hat dem... Danke, dem Angel hier rausgelegt. Die Peitsche. Er hat die Peitsche weggenommen und hier einfach nur eine langweilige Ei reingemacht. Ja, ihr Leute. Oh. Was sollte das? Die Peitsche war heilig. Die kommt dort bitte wieder rein, wer auch immer die Peitsche geklaut hat. Tom. Warum soll ich sowas klauen? Keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Peitsche haben. Ich hab... Hä? Du musst mich verarschen. Ich bin damit tausendmal vor dir rumgerannt. Hab ich nie mitbekommen. Und dann hab ich auch gesagt, dass sie dort hängt. Dann hab ich gesagt, die bleibt dort hängen, weil das die heilige Peitsche ist. Jetzt mal ernst. Ach, du meinst den Bilderrahmen? Wo? Verfickter ja. Ball spawnt so, die Monster beim Haus. Ich denke, du bist eine Da kommt eine Peitsche rein, verdammt nochmal. Tom, da ist gerade schon wieder ein Skelett in mir drin gelandet. Verdient? Nein.
16, 24. Ah, nice, mal Pfeile. Wirklich schön. Dominik, hey. Das war ziemlich schlecht. Oder sollten die Pfeile an Tom gehen? Ja, sollten die wahrscheinlich. Oh, Deponia-Musik. Immer wieder schön. Ich frage jetzt, wie viele Pfeile waren das? Gut. Das Gespräch von Vollbrick mich übrigens gerade auf Gedanken gegangen. Warum kann man eigentlich aus biofossilen Erdöl bekommen? Das ist eine gute Frage. Weil Erdöl wertvoll ist. Wieso kriege ich dann aus, was weiß ich, aus meinem Tee kein Alter, Erdöl? Was soll da? Ich will das Gas haben. Ich bin jetzt mit der Faust fertig, die kann nix. 50 Stück reichen nicht. Weiß leider Spider. Noch mehr. Easy. Und Tom, ist das Gehege schon wieder ganz? Ja. Ich möchte ein neues bauen, das heißt, du darfst mir den Spot nicht wegnehmen. Was? Hilfe, mein Gehege sieht scheiße aus, reiß es bitte ab, baue ein neues. Willst du nicht, dass ich dir ein Gehege baue? Doch, aber... Warum auf einmal? Hör mal, wenn der Hammer ist. Ich habe einen schönen Spot gefunden und da möchte ich ein Gehege bauen. Oh, es klingelt, ich sollte mal kurz an die Klingel gehen. Randale! Verhunzen! Oh, ich muss mal Ätna-Bericht ausspielen. Wunderschönes Spiel. Noch nicht gespielt? Selber noch nicht gespielt. Das ist eines der wenigen Deadlake-Spiele, die ich selber noch nicht gespielt habe. Und das Let's Play von Kronk ist schon ewig her. Oh Gott, ja, das habe ich auch vor Ewigkeiten gesehen. Ich müsste es eigentlich auch mal wieder spielen. Weiterspielen. So, wer hat Gold in meinem Ofen geschmolzen? Das ist mein Gold, danke. Dominik, ich hab's gerade gesehen, wie du das Glas geklaut hast. Wer hat das sein Gold in meinem Fort Knox gelagert? Gib mir das Glas wieder. Amerika IAL. So, erstmal ein paar Sachen dort ablagern. Lag Dominik, ich hab keinen. War niemand an der Klingel? Es klingeln Geister. Klingelstreich. Ich ist dann weggerannt. Der Geist des Kommunismus hat bei dir geklingelt. Man erhöht dich dann wieder. Dann hab ich erstmal einen Stack. Hallo, ich bin Mr. Kommunismus. Aber ich sitze doch hier. Toll. Der Diener des Bösen. Aber nur noch drei. Ach, Javos, hast du dich schon den Pen & Paper Artikel zu Michels Charakter durchgelesen? Peter L. Ustig? Nein, ich bin nicht Peter L. Ustig. Tut mir leid. Er ist ja eigentlich Peter Lauslinski. Peter Lauslinski Ustig. Aber da war ein Fehler drin und da hat einmal jemand geschrieben, Peter Lauslinski lustig. Das ging ja mal sowas von gar nein, nicht. Nein, Lauslinski ustig. Nein, da stand Lauslinski lustig drin. Was ist doch geändert, oder nicht? Lauslinski ustig. Ustig. Das ist nicht egal. Nein, das ist nicht egal. Ich hab's doch gestern durchgelesen, Peter Tom. Peter L. Ustig. Nicht egal. Scheiße, meine Aufgaben. Ist scheiße, meine Aufgabe. Ja, die haben gerade einen Abgang gemacht. Oh. So. Niemand hier gesehen. Baue ich dem Tom jetzt ein wunderschönes Gehege hin. Hat niemand gesehen, dass ich gerade das Huhn no-scoped habe? Tja. Bestimmt, Michelle hat ja noch gar nichts von meiner Assi-Lehrerin gehört. Nee. Das ist auch die bei WhatsApp so alles mögliche abkürzt und jeden zweiten Satz mit Ausrufezeichen beendet. Und ich hatte ja mein Angebot gemacht hier im Kindergarten. Hier so Baum malen, dann so Deko-Äpfel draufkleben, so. Danach mal halt so Abschlussgespräch. Und so, die so halt geklärt und immer so gemeinsam, weil ich Vorschläge gebracht habe und alles so Fehler gesehen und alles und so. Ja, super. Und damit haben sich jetzt ganz viele Pluspunkte bei mir geholt und so. Und die ganze Zeit nur gelobt. Und dann so zum Ende sitzt so da. Ernster Gesichtsausdruck. Ja, befriedigend war es, also eine 3, mit Hang zur 4. Ich so, was? Alles klar. Und die Mentorin auch bloß so, ja, das macht die jedes Mal. Erst loben bis zum geht nicht mehr, und dann so, ah, eine 3 ist drin.
Ich meine auch, wenn das die andere Lehrerin gewesen wäre, wenn die mit Tore die Note gegeben hätte, dann wäre es eine gute 2 mit Hang zu 1 geworden. Ich so, danke. Also, dann hängt der 1, okay. So. Hab ich noch eine Schaufel? Nein, hab ich nicht. Ja, scheiß drauf, das ist bestimmt viel zu viel. Ich komm jetzt, machen wir jetzt eine Schaufel. Relevante Sachen im Alltag des Toms. Fühlt sich so als das Santo IAL an. Dieser Eintrag existiert nicht. Oh cool, 4x Dino DNA bis jetzt, so. Nice! 4x Dino D-Day. Dino D-Day ist meiste D. Was macht das Skelett hier unten? Arschloch. Es ist toxic. The toxic life of Skelett. Skeletor. Oh. He-Man. Skeletor. Perfekt. He-Man. Deathbound Man. So, wo liegt jetzt der Schlüssel? Warum ist Fabian jetzt auf einmal so leise? Lass mal lauter machen. Ja, wo ist der Schlüssel McDissel, Mann? Fabian ist schon bei 200% bei mir, was? Schlüssel McDissel? Ja, hast du einen Schlüssel McDissel gesehen? Ich finde ihn nicht mehr. Nein, leider nicht. Oh mein Gott, ich glaube, die habe ich verloren, weil ich das letzte Mal gestorben bin. Oh no. Zeig mir neuen Schlüssel McDissel. Komm, ich kann auch wieder lauter reden. Ja. Dann mach das mal. Nee. Ich kann auch mal ein bisschen lauter reden. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen leise. Egal. Was? Ein ganzes Eisen wollen die hier? Ist ja Wucher. Aber auch noch fast. Oh, da richtig Mohun-Cut, extra Flashbacks. Bester Teil der Reihe. Fucking hell. Mohun-Cut. Das war damals das übelste geil. Damals! Weil ich noch nichts anderes spielen konnte. Disconnect. Traurig. Oh. Sowas gibt's ja auch für Marbelsteine. Ach verdammt. Das heißt, ich muss mal los mir Marbel holen, ne? Ja. Yeah. Niemand hat vor, Marble zu holen. Doch, ich. Doch, oh. Ich. Ziemlich viele von uns. Verdammt. Fast mein komplettes Haus besteht aus Marble, Tom. Tja, Tom, du hast gerade ziemlich weggespoopt. Ja, und jetzt muss ich mir auch noch eine neue Spitzhacke craften. Ich glaube, ich fühle mich heute ein bisschen verarscht. Oh, danke. So geht's natürlich auch, Dominik. Wer hat einen Analysator mitten in den Gang platziert? Du musst es analysiert werden, bevor du durch darfst. Das ist convenient. Analyse. Nein, bitte nicht, Mann. Was haben wir 2011? Was? 2011? War das nicht 2011 gewesen, das so? Was denn? Ah, hier, von Julians Blog. Das ist Analyse-Album. Ach, was auch immer. Sag. Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Das Dialyse-Album. Das Dialyse. Jetzt natürlich wieder raus, ihr Wecken aus der Aussage, das können wir wieder. Nein, ich kenn's wirklich nicht. Das klingt gerade an. LOL. Haltbarkeit, Archäologie, Effizienz. Ja, bitte noch mehr Verzauberung auf eine Spitzhacke. Ja, aber jetzt wird eine Teil. Und dann Effizienz 2. Was für eine Enttäuschung. Ja, ich verzauber die ja maximal bis Level 8. Von daher. Ich brauch die ja nicht höher verzaubern, sie sind nur Eisenspitzhacken. Warum machst du keine Dia-Spitzhacke? Ich brauche eine Dia-Spitzhacke. Und außerdem will ich meine Dias erstmal sparen. Wozu soll ich eine Dia-Spitzhacke machen? Ich habe genug Eisen. Das ist effizienter. So viel, wie ich damit abbaue. Okay. Damit ist jetzt beschlossene Sache. Than hat mich ja gefragt, ob ich mal für seinen Kanal mal einmal pro Woche ein Video raushauen könnte. Ich werde Siedler selber der Königin spielen. Einfach bloß, weil Than Strategiespiele hasst und ich zurzeit richtig Bock auf das Spiel hab. Standardboden schmeckt wie Dreck. Wunderbar gekauft. So. Zack, zack. Oh! Ja, was kennst du eigentlich schon? Cards Against Dresden Anypony? Oh! Oh! Cards Against Rainbow Six Siege. Na, damit kann Javos leider nicht viel anfangen. Aber Cards Against Dresden Anypony dürfte ihn interessieren. Das ist ein wunderbarer Mix. Ja gut, das stimmt.
Das ist so wunderbar gewesen, ne? Das wird immer noch vervollständigt, also falls ihr weitere Ideen habt, einfach mal reinhauen. Und Javos, es tut mir leid, die Hovi ist wieder dabei. Ihr wisst, dass die Hovi bei mir nie gewinnen wird. Aber bei Bro. Ja. Ich verstehe gar nicht, was an die Hovi so falsch sein soll. Sie ist halt die Hovi. Ich mag es nicht, wenn man meinem Haustier fremde Namen gibt. Tut mir leid, aber es ist kein fremder Name, weil ihn jeder benutzt. Du wurdest überstimmt. Was ist sie mit. Ja, was aussieht, du machst das doch selbst, oder was ist das mit Pudding? Pudding ist kein Haustier. Pudding! Doch! Pudding ist ein Haustier! Darauf bestehe ich! Pudding! Das muss sie ihm für seine Fanfics sagen. Ach nö! What the fuck? Ich glaube, wir reden von zwei unterschiedlichen Pudding-Szenen, kann das sein? Ich meine die Person. Ist Pudding eine Person. Ja. Was? Pudding ist doch ja. Keine Person. Krank, Leute hier. Genauso wie Mayonnaise kein Instrument ist. Das und denkst du. Mayonnaise ein Instrument ist. Nein, Michael, falsch. Mayonnaise ist my city hier. Und Ketchup? Ich dachte, Jehovi wäre dein City. Ach nee, es war Post City. Ja. Das war auch der schönste Shitpost des letzten Jahres. Ich finde es nicht, der Preis geht eher an die hier will noch die Weitersflagge, die viermal von 4chan geklaut wurde. Fünfmal? Mittlerweile sogar fünfmal. Ich glaube. Schon mal baust du hier die Stellen Schienen mit rein. Wo? Na, in den Weg für die Personenkartbahn. Das kann noch ein bisschen dauern. Wahrscheinlich gar nicht. Ihr könnt eure Beine benutzen, ihr faulen Säcke. Nee. Da ist die Peitsche! Wer hat die da reingelegt? Schweinerei. Darf ich sie wieder da in den ursprünglichen Platz zurücktun, Tom? Ja, von mir aus. Ich meine, was frage ich? Das war meine Peitsche, die habe ich gefunden. Eben, das will. Oder ich behalte sie, damit sie keiner mehr klauen kann. Peitsche, die behalte ich gleich an. Von Kindern getestet? Von Rikus empfohlen. Getestet, Mathe approved. Tom, brauchst du die Stonebricks hier unten noch? Ja. Salt. Damit. Dann muss ich mir woanders Cobblestone harzen. Und daraus. Wobei, Cobblestone ist ein bisschen blöd. Ich habe keine Kohle mehr, um die umzubrennen. Schon wieder hätten bricht aus Musik, das gibt's doch nicht. Tom, was fabrizierst du hier für böse Machenschaften mit deinen Lavafeldern? Don't ask. Just don't ask. Ich weiß es selber nicht. Ich glaube, es war mir einfach zu schade, einfach die Lava zuzuschütten. Und deswegen. Er möchte Mustafa nachbauen. Eigentlich keine schlechte Idee. Rico? Gleich mal gucken, ob es das schon. Ich glaube, so langsam triggert mich dein Pentagramm auf der Minimap. Aber das ist doch toll. Das hält dich von Dämonen ab, glaub mir. Natürlich gibt's Minecraft-Mustafa. Das sieht sogar nicht mal schlecht aus. Ja, aber du kannst es ja selber bauen, Tom. Du bist doch kreativ. Außerdem, wenn du nichts zu tun hast in deinem Studium, dann denkst du dir einfach so einen Plan aus und meißt du dir auf. Ich bin doch kein Antichrist. Du verdammt nochmal. Übrigens, Dominik, bitte für das Glas. Ich habe genug noch gefunden. Deswegen wollte ich nicht mehr zurückkommen. Boah, was? Da mobst ich mir mal was, Tom. Was? Von was? Ach, von dem bisschen Cobblestone in der vollen Doppelkiste. Ja, das kannst du gerne nehmen. Aber jetzt muss ich nach Kohle buddeln gehen. Weil da sieht's richtig mau aus. Mauarm? Mauarm, ja. Schleichwerbung. D-Abo. Das ist keine Schleichwerbung, das war offensichtliche Werbung. Oh. So ist es auch. Ich muss das Video kennzeichnen. Schau mal, ist irgendwo ein Minengang, wo man muss ich nicht, weil ich nicht monetarisiere, meine Güte. Ist hier irgendwo ein Minengang, wo man weiterbauen kann? Damit ich Kohle finde? Sobald das Video in irgendeiner Form Werbung enthält, musst du das kennzeichnen. Ich werde dafür nicht bezahlt von Mauern. Von daher.
Hast du hier irgendwo einen Gang, wo ich Kohle buddeln kann? Du weißt schon, dass sie die Peitsche abbraucht, wenn du sie so benutzt. Nein, sie braucht sich nicht ab. Hier geht den Gang entlang. Das hat vielleicht Farbe mit Kohle liegen gelassen oder kannst du dort rumgucken, keine Ahnung. Kohle liegen gelassen. Als ob Fabian so unordentlich ist. Raus aus meiner Höhle in Toms Keller. In Toms Höhle? Höhlenception? Wie sieht es hier denn aus? Hä, ist das nicht... Moment, das kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Aber die sehen ja alle gleich aus, die Höhlen in Minnekraft. Boah, das ist racist. Höhlenrassismus? Höhlenrassismus. Nein, Höhlen tut mir bitte nicht weh. Das war nicht so gemeint. Bist in die falsche Welt gekommen. Die stehen schon richtig mit Schlagstöcken da. Ja, natürlich. Du machst jetzt doch drüber lustig, aber es ist halt wirklich so. Die haben vorhin geklingelt, weil die wussten, dass es so weit kommen wird. Oh Mann. Ist halt echt so, du musst in dieser Generation einfach aufpassen, was man sagt. Gib ich Scheiß drauf. Hat jemand ein Backpack verloren? Nehme ich mit. Ja, wenn der da am Boden steht, da ist eh alles gelootet. Oh, hier ist so viel drinne! Der ist von einem Enderman. Den habe ich da liegen lassen, weil ich ihn nicht brauche. Wie kann ich den aufsetzen? Gar nicht. Ich glaube, du musst den abhauen und dann geht der kaputt. Holzschwert war drinne, brauche ich nie. Als ich glaube, Shift und B drücken. Und dann? Dann kann man diesen Backpack aufnehmen irgendwie. Du hast auf jeden Fall. Aber doch kein Scheiß. Ja, was? Du hast doch ein Backpack auf dem Rücken, ja, was? Wie hast denn du das gemacht? Das ist nicht der Enderman-Backpack. Okay. Das ist ja ein normaler Backpack, den ich habe. Ein lineiner Backpack. Der steht da einfach in der Gegend rum, weil ich da den Enderman getötet habe. Achso. Hast du ganz toll gemacht. Aber der hat ein paar Knochis dabei, da wird sich Tom freuen. Oh, nice. Knochen oder Fossilien? Knochen. Langweilig. Übrigens, Tom, ich habe meine anderthalb Stacks. Dinosaurier, Bio, Kohle. Was auch immer, Fossilien durchlaufen lassen durch den Analyzer. Und? Möchtest du wissen, was rausgekommen ist? Nichts. Dinosaurus. Ganz viel Dino-DNA. Ganz viel Dino-DNA. Sehr nice. Ceratosaurus. Nice. Warte mal. Mosasaurus. Nice. Sarcosaurus. Sarcosuchus. Zwei Allosaurus. Ein weiterer Stegosaurus. Ibims, zwei Allosaurus. Bring dir nachher wieder zwei Perma. Ichthyosaurus. Und ein, Moment, was ist das hier? Was ist das für ein Name? Paricephalosaurus. Gesundheit. Das bedeutet Dickschädelechse. Ah, passt ja. Ja. So. Ist eigentlich ein relativ bekannter sogar. Fabian, ja, ich kann trotzdem nicht aussprechen. Bitte was? Du hast tatsächlich Kohle liegen gelassen. Ja. Ach, das Weltwunder. Ich hab fast dein Kohle übersehen. Noch ein Backpack! Looten! Loot! Rico darf man wirklich nicht allein in irgendwelche Höhlen lassen. Kein Holzschwert. Der lootet alles ich bin weg. Ich bin auch nicht besser. Henna, hier war ja aber schon jemand in der Höhle, also im Prinzip loot ich sie ja nur weiter. Rico lootet den Müll, den ich liegen lassen hab. Ja. Für mich ist das Loot, für dich ist das Müll. Da siehst du mal, was Wessis und Ossis für einen Unterschied haben. Was sowas angeht. Ich hab über einen Stack Kohleerz und hab schon wieder einen halben Stack im Inventar, Rico. Was ist und ich hab... das denn für eine und Höhle? Und ich hab fast einen Stack Kohleblöcke. Das aber hier sind Volcanic Rocks, ich glaube, die braucht Tom. Nimm alles, nimm die Volcanic Fox mit, die ist wichtig. Aber kann ich die mit jeder Hacke abbauen? Ja, also abstein. Zack, 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 zack. Ich habe aber dafür keinen Platz. Was muss da jetzt dran? Da macht die Knochen, davon haben wir eh genug. Eben. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt Fossilien finde, Tom, dann kann ich nichts machen, weil ich habe keine Eisenzacke. Enderperle. Du musst sie liegen lassen, nächstes Mal mitnehmen. Salz.
Wollen wir dann irgendwann mal den Enderdrachen klatschen, wenn ich genug Enderperlen habe? Nein, wir wollen friedlich leben. Der Drache ist auch bis ein Lebewesen. Wollen wir den Drachen mit Dinos angreifen? Tom, der Dino, der die Feuerbälle geschossen hat? Glaubst du wohl nicht, dass mit deiner lächerlichen Eisenrüstung gegen den Enderdrachen ankommst, Fabian? Jetzt weißt du, was ich gerade tue? Ach, Diamantenfarm. Ich dachte, du hast nichts mehr zu tun auf dem Server. Na, Kick. Wo du Kick? Wann? Hab ich auch nicht, deswegen farm ich hier Diamanten. Du kannst ja für den Enderdrachen wieder diesen OP-Dino spawnen lassen mit übelst viel Leben und diesen Feuerbällen, den der gespuckt hat. Der macht den Enderdrachen locker blatt. Der war niedlich. Er hat sich hier in meine Höhle gegraben und hat einen Ofen hier stehen lassen und ein Crafting-Table. Das sollte ich gewesen sein, ne? Möchtest du die 40 Kohle, die da drin waren, behalten? Oh shit, die nehme ich! Ich tue die wieder in den Ofen. Da komme ich aber nicht mehr vorbei hier. Wird mir stinken. Ich mache mir dann Wegpunkt, falls es am Ende der Session nicht wiedergefunden hast, ist es meins. Nimm mit, brauche ich nicht. Ich brauche Kohle. Gimme. Ich hab einen halben Stack Kohle, ja. Gimme Fuel, gimme Fire, gimme Dead that I desire. I am the one. The only one. To get respected on the street. Mom Spaghetti? Look, if you had someone touch one opportunity. Spaghetti. Somebody touch my spaghetti. Ich hab mich irgendwie verlaufen, guys. Dein Problem. Du hast eine Minimap. Touch my spaghetti. Ein Problem. Ja, die Waypoint wird viel, wenn ich mich verlaufen habe. Natürlich bringen wir viel. Da lang. Someone is in the da house. Lang. Und der wird nie wieder gesehen. Someone is in this house. Wait just a minute. Who are you? He's Jonathan. Jonathan! Ah, ich habe die 10. Staffel von Supernatural beendet, Rico. Ja, ich bin noch bei Nacht. Ich habe jetzt letztens keine Zeit mehr gehabt zu gucken. Ich war einfach zu müde. Du musst halt wirklich, da liegst abends so im Bett und musst so richtig wirklich abwägen, ob es sich lohnt, noch eine Folge zu gucken. Natürlich. Oder ob ich es dann morgen bereuen werde. Fuck you, Skelett. Weiter alles. Ja. Shit, ich komme nicht mehr hier raus. Hilfe! Sag ich auch, und er wird nie wieder gesehen. Na. Mami! Hilfe mir, bitte! Alter, ich bude mich hier gleich nach oben. Nein, tu das nicht! Tu das nicht! Schlechte Idee! Da hatte man schlechte Erfahrung. Warte mal, das sieht nach dem richtigen Weg aus. Und er war erst recht nicht wieder gesehen. Oh, also so schlecht meine Orientierung sind auch wieder nicht. Sicher? Hier ist noch ein Gang. Wenn ich mal weiter neue Gänge abbiege, Tom, dann werde ich erst recht nie wieder gesehen. Das stimmt. So. Ah, das ist ein Creepy Creeper. Hola. Hola. Si, Senore, hola. Zieh. Tyrannosaurus am Knochen, das klingt interessant. Aber warum flüsterst du das immer, Dominik? Da könntest du die anderen nicht mitbekommen. Ist das ja, so geheim, weil, dass du einen Tyrannosaurus-Armknochen gefunden hast? Ja, weil wenn du alle fünf Teile des Körpers, also den linken, den rechten Arm, linke, rechte Bein, ah, und dann, den, dann gewinnst du das Spiel. Und deswegen kann Dominik das nicht verraten. Dominik, der Verbotene. Der Erschaffer der Verbotenen. Verdammt. Also, wenn das so weitergeht, muss man noch die Bergwacht rufen und mich retten. Scheiß tun wir. Aber ich habe wertvolle Ressourcen. Ich wollte doch ein Gehege bauen. Sieht aber voll geil aus. Ja gut, wir warten, bis du verhungert bist und dann holen wir die Ressourcen ab. Nice. Someone touched my spaghetti. Fuck off, Meteorit. Muss das sein? Mitten auf meinem Kartoffelbeet? Oh, Silber nehme ich mit. Somebody touched your Kartoffelbeet. Klingt auch, als würdest du, auch Minecraft spielen. Aber nicht ganz, als ob ich schwimmen wollte, oder? Ja.